Die Presse schlachtet weiter die Lindemann-Kuh. Beziehungsweise Rammstein-Schaf oder wie man das auch immer sehen möchte. Aber offenkundig hat man hier bei der Presse die Taktik geändert. Wobei, so viele Berichte gibt's ja da gar nicht. Vielleicht überlegen sich die anderen Käseblätter, ob sie nur dem Beispiel der Bild-Zeitung folgen oder ob sie weiter von Machtmissbrauch, Drogen, Gewalt und anderen Spielchen berichten. Aber ob die Bild-Zeitung mit ihren exklusiven Fotos doch eher Blümchensex thematisiert zum letzten Album von Jasmin Wagner oder eher doch Latex, Leder, Lollipops. Man weiß es nicht, es sind auf jeden Fall schon zwei Artikel mindestens in der Bild-Zeitung, die hinter der Bezahlschranke sind. Und das, was man lesen kann, klingt ziemlich harmlos. Kein Wort vom eklig alten, weißen, stinkigen, schmierigen Mann und dem armen, unschuldigen, machtmissbrauchten Mädchen. Nein, man redet von lachender Glücklichkeit, Hand in Hand. Und dass der Schockrocker Lindemann von den Skandalen der letzten Monate gelöst und unbeschwert wirkt. Ja, aber da sind doch aber so viele Vorwürfe von Frauen, die sich zwar alle nicht bei der Polizei gemeldet haben, aber da sind doch diese Vorwürfe. Wie kann man da nicht drüber reden? Skandal! Naja, Lindemann-Konzerte sind ja jetzt erstmal nicht in Deutschland, gibt's nur noch ein paar woanders. Und ich bezweifle, dass die deutschen Protestler und Protestlerinnen und ProtestlerInnen und außen nach Mexiko fliegen. Also wird man bei der Presse wohl keinen Grund mehr haben, in nächster Zeit Skandal zu wittern. Tja, oder braucht man einfach bei der Bild-Zeitung Geld? Und so ein Kuschelkurs mit Lindemann und seinen Fans bzw. Rammstein könnte vielleicht dazu führen, dass der eine oder andere Rammstein-Fan sich sagt, ja, da schließe ich ein Bild-Zeitungs-Abo ab. Tja, lief vielleicht nicht so gut mit den sogenannten Wokisten, aber ich glaube, der typische Rammstein-Fan wird einfach sagen zu so einem Bild-Zeitungs-Abo, selbst wenn er es geschenkt kriegt, nein. Weil sich der Rammstein-Fan lieber sagt, naja, dabei da beim Fokus steht ja doch hier, dass die wohl Row Zero war und so. Man muss das ja doch wieder ansprechen. Und man muss ja unbedingt was von Uni-Studentin und Jung und sowas schreiben. Also man will ja schon wieder doch schon, nur es nicht so deutlich sagen. Und das geht mir schon wieder auf den Piss. Naja, dass die Presse eine Fahne im Wind ist, ist ja nichts Neues. Fragt sich nur, ob der Rammstein-Schaden, den sich die Presse zugefügt hat, auf Dauer bleibt oder ob man sich doch sagt, naja, können wir doch mal wieder lesen. Ich meine, vielleicht passieren ja doch noch irgendwie wo Wunder in Richtung Presse und dass denn da doch jetzt mal ein paar Leute sitzen und sagen, Mensch, ab sofort halten wir uns nur noch an die Fakten und spekulieren keinen Unsinn zusammen und erfinden irgendwelche Sachen mit irgendwelchen vermeintlichen Superzeugen, die sich dann nicht mal zur Polizei trauen, obwohl das genau wichtig wäre, um den Tätern, die tatsächlich welche sind, das Handwerk zu legen. Also eine andere Frage, warum gilt eigentlich die Presse nicht als Täter? Gibt doch diesen Begriff Schreibtischtäter. Warum sagt man da nicht, gibt Tätern keine Bühne? Müsste es denn nicht auch Kill-Presse-Schilder geben und nicht bloß Kill-Till? Aber okay, das ist schon wieder ein anderes Thema. Lassen wir das. Schließen wir einfach ein Bild-Zeitungs-Abo ab, freuen uns der schönen Welt, laufen Hand in Hand, strahlen spaßig und freundlich. Und alles ist wieder schön, alles ist wieder gut. Es ist doch eigentlich nichts gewesen, oder?